Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 10. Dezember 2017? Bevor ich beginne, erwähne ich nochmal, ich habe einen neuen Kanal und dort gebe ich mein Kartenlegenwissen weiter. Also können Sie die Kunst des Kartenlegens erlernen und all das kostenlos. Und dieser Kanal heißt Meisterin des Kartenlegens. Und ich wiederhole die Frage, wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze und wird von Rasal Hagur bestrahlt. Dieser saphirblaue Stern Rasal Hagur befindet sich im Sternbild Schlangenträger und das ist der Kopfbereich des Schlangenträgers. Und davon erzählt die mythologische Geschichte. Dieser Schlangenträger ist der Sohn von Sonnengott Apollo und gilt als himmlischen Arzt. Er hat der Königssohn gerettet, weil dieses Kind ist im Honigtopf gefallen und dieser Schlangenträger hatte zwei Möglichkeiten gehabt, dieses Kind zu heilen. Es kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte das Gift in sich und die andere die Heilkräuter. Und Asklepios, oder der Schlangenträger, heilte dieses Kind mit dem Heilkräuter. Also hat schon die richtige Entscheidung getroffen. Und damit sollen wir heute bewusst sein, weil die Sonne ist die Wahrheit auf unserem Bewusstsein. Und dieser Rasal Hagur ist im Kopfbereich der Schlangenträger, also Gedanken machen, auch die richtigen Entscheidungen treffen heute. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und nähert sich zu Capella. Dieser Stern Capella befindet sich in die Ziege. Und was vermittelt diese Ziege? Das ist eine berühmte Ziege, weil das ist nichts anderes als Amelthea. Und diese Ziegenmilch hat der Himmelsgott Zeus genährt. Und diesem Stern bestrahlt unseren Planet Erde. In diese Richtung bewegen wir uns. Und was bedeutet? Also das heißt nicht, dass wir keine Sorgen haben, aber wir brauchen diese Vertrauen, diese Urvertrauen an die Schöpfung. Wir sind ernährt. So wie Zeus wurde auch von diesem Ziegenmilch ernährt. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen. Jungfrau hat eine abnehmende Mondphase. Abnehmende Mondphase eignet sich immer gut dafür, von etwas trennen, loslassen, kündigen, bereinigen und auch abnehmen. Wird auch sehr schön vom Pluto bestrahlt und es ist das gleiche Essenz. Von allem verabschieden, was uns hindert im Leben. Mond hat auch einen Einfluss von Copula. Und diese Copula ist ein Spiralnebel und vermittelt uns etwas. Bevor wir Entscheidungen treffen, sollen wir erstmal Gedanken machen oder etwas noch überprüfen, besser kennenlernen. So ähnlich wie die Sonnenenergie, das uns vermittelt durch den Schlangenträger. Und wie beeinflusst diese Energie und auch die Planeten die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen haben Veränderungen, eine Wandlung, eine große Reise in ihrem Leben. Kann natürlich auch in Wirklichkeit eine Reise bedeuten, aber auch eine innere Reise. Sie machen gerade Lebenserfahrungen. Sie sind noch Einschränkungen dran. Auch bei Kommunikation, auch bei der Liebe, Partnerschaft zeigt sich das alles. Aber sie können jetzt in Kraft bleiben, in dieser inneren Kraft und haben auch den Mut gerade, etwas bewältigen
Und das ist dieser Prozess von all das Verabschieden, Loslassen, was dich hindert im Leben. Und in diesem Prozess sind gerade die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen spielt eine Reise auch eine Rolle. Das kann auch eine innere Reise sein. Aber auch die berufliche Erfolg, Lob und Anerkennung. Und jetzt kommt auch bald diese Leichtigkeit und schöne Einflüsse, auch beruflich, auch auf eine Reise, aber auch bei Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben eine berufliche Veränderung oder einen beruflichen Aufstieg. Sie haben da gerade die Glück und die Chancen. Mars, der Planet Mars, bewegt sich jetzt im Tierkreiszeichen Skorpion. Es wird aktiv sein. Mars wirkt auch gut im Tierkreiszeichen Skorpion, weil Mars kann hier ganz gut entfalten. Mars herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Und es ist die Kraft, etwas Großartiges zu bewältigen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind eingeschränkt heute, obwohl sie sind wahrgenommen. Sie haben auch Glück und da bewegt sich einiges. Das sind Kontakte, bewegt sich auch in die Liebe Partnerschaft etwas. Trotzdem verunsichert momentan etwas die Schützengeborenen. Vielleicht gerade diese Entscheidungen. Ist das eine Lüge? Ist das eine Wahrheit? Wie treffe ich die Entscheidungen? Die riskieren momentan etwas. Heute etwas Neues zu beginnen, ist nicht der richtige Augenblick, sondern warten auf die kommenden Tage, bis sich die Umstände ändern und dann spüren sie die Schützengeborenen auch diese Leichtigkeit. Momentan Gedanke mal, etwas noch näher kennenlernen oder überprüfen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen stellen sie sich selbst im Mittelpunkt. Oder das ist gerade die Aufgabe, die Steinbockgeborenen. Sie haben die Kraft und Mut. Das verbessert sich jetzt in die nächste Zeit und das ist heute schon spürbar. Es kommt auch Bestätigung. Die spüren auch jetzt die Stabilität. Was wichtig ist bei den Steinbockgeborenen, diese Lilith-Energie auch betrachten. Das ist nicht nur heute, sondern das ist eine längere Prozess. Das sind die Wünsche und Sehnsüchte, die Träume. Und mit dieser Energie neigen wir dazu, das aufgeben. Und dann finden wir dafür Gründe, tausende Gründe. Ich kann das nicht, bei mir klappt das nicht, alle anderen haben Glück, bloß ich nicht. Und ich bin nicht gut genug, ich habe diese Ausbildung nicht, deswegen kann ich nicht beruflich verändern. Und es ist wichtig, weil das, was lernen momentan die Steinbockgeborenen, mal sagen, doch, dieser Wunsch, dieser Traum, diese Sehnsüchte, doch wichtig, das sind die Gefühle, das sind meine Gefühle, also ich nehme das auch ernst. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist eine gewisse Unsicherheit. Das wird aber in den Tagen schon besser, weil da kommt etwas im Fluss, kommt auch die Leichtigkeit. Und sie haben jetzt gerade die Themen, die Werte, die Selbstwertgefühl, auch von anderen das zu verlangen, Respekt zu bekommen, um die Werte achten, aber auch um die Preise oder um Geld und Finanzen, weil sie kommen gerade von dieser Enge raus. Und das befreit jetzt in die Tagen die Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben jetzt momentan die Chance, das Lebenskraft zu spüren. Das ist ein Heilprozess. Und sie können immer ganz gut auf ihren Intuitionen vertrauen, auch auf ihren Träume. Jetzt haben sie auch die Mut und die Kraft zu beweisen, es werden Einschränkungen da sein. Ein Widerspruch oder dass die anderen sind damit nicht einverstanden, was die Fischengeborenen vorhaben. Und trotzdem in diesem Kraft bleiben und diese Kraft und auch dieser Mut zu zeigen, diese Stärke. Und damit können sie etwas bereinigen, also nicht aufgeben, nicht auf anderen auch opfern. Oder wenn Meinungsverschiedenheit gibt, dann auch mal mutig sein und das eigene Meinung vertreten.
Die Türkei zeichnen Wiedergeborenen, waren in die letzte Zeit kraftlos oder müde, waren auch unsicher, welche Richtung sollen sie ihren Kraft einsetzen, immer das Ausgleichen. Vielleicht waren auch Gegner da und da musste man sich beweisen. Aber das ist besser. Eine gewisse Unsicherheit ist noch spürbar, aber es verbessert sich jetzt. Die anderen Einflüsse, was hilft bei Veränderungen? Die Gespräche, die Termine oder die liebe Partnerschaft ist sehr schön momentan bei den Wiedergeborenen. In den kommenden Tagen sollen sie in die inneren Ruhe, im inneren Gleichgewicht bleiben und die Wiedergeborenen fangen etwas Neues an und die Zeit ist gerade, dieses Fundament zu machen für diesen Neuanfang, weil sie brauchen Sicherheit und Stabilität, also die Wiedergeborenen haben gerade dieses Bedürfnis und sie schaffen jetzt gerade die Fundament zum Etwas. Die Tierkreis zeichnen Stiergeboren, ist alles stabil und sie sollen auf anderen zugehen, besonders wenn das eine männliche Person ist. Und die inneren Kraft bleiben und überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Es kann sein, dass da Herausforderungen kommen in die nächste Zeit und die Stiergeborenen brauchen Kraft und Mut, sich einzusetzen und es immer wieder mal ausbalancieren. Und noch etwas bei den Stiergeborenen, sie brauchen gerade Lebensfreude, weil das unterstützt, hilft die Stiergeborenen. Und wichtiges Thema ist auch die berufliche Situation, aber auch die liebe Partnerschaft. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, ist wichtiges Thema die Arbeit. Entweder Veränderungen bei der Arbeit oder verbessern etwas. Und sie kümmern momentan um die beruflichen Situation. Wichtig ist, nicht passiv verhalten, sondern die Chancen ergreifen und aktiv sein, Bewerbung schreiben oder jemand anrufen, Gespräche führen, weil das führt zum Erfolg, das führt zum Ziel. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, ist ein wichtiges Thema, wird in die nächste Zeit sein, die liebe Partnerschaft. Und die Krebsdamen haben gerade Chancen, jemand kennenlernen und es verspricht auch eine leidenschaftliche Liebe. Es ist alles sehr gut und sie sollen auf das Fluss des Lebens vertrauen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit, das für Sie persönlich beschreiben. Und Sie können gerne die Frage stellen. Wie verläuft mein Termin? Wie wird das im Geschäftlich, wenn ich diesen Zeitpunkt wähle, das zum Starten? Oder was ist bei mir karmisch los? Ich habe Blockade oder Hindernisse. Wie könnte man das lösen? Oder können Sie auch die Frage stellen, was kommt auf mich zu Jahr 2018? Was sind die Tendenz? Was passiert in einzelnen Monaten? Welche Tage sind für mich günstig? In welchen Tagen soll ich eher vorsichtig sein? Das kann ich genau beschreiben. Und unten in die Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Die Blitzberatungen kommen sehr gut an. Das ist E-Mail-Beratung und es funktioniert folgendermaßen. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Ihre Frage und ich beantworte das selbstverständlich auch blitzschnell. Bei diesem Art von Beratung beträgt mein Honorar pro Frage 10 Euro. Und auch die 3-in-1 Beratungen, das sind Videoberatungen, ganz, ganz anonym, in 3 Stufen. In erster Stufe beantworte ich die Fragen. Stufe 2 kommt die Zeitangabe, was kommt in die kommenden Tagen. Stufe 2 auch Zeitangaben, was kommt in die kommenden 12 Monaten und diese Art von Beratung beträgt mein Honorar 50 Euro, also bei die 3-in-1 Beratung. Und das können Sie per E-Mail buchen. Meine E-Mail-Adresse ist 3in1@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna.
Medici.